So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglich neuen Handelsideen hier gemeinsam mit Tickmill. Es ist Dienstag, der 13. August 2019 und wie schon in den letzten Tagen als Urlaubsvertretung für den Mike gebe ich auch heute so eine kleine Einschätzung, wo wir aktuell im Markt stehen und welche großen marktbewegenden Ereignisse eventuell anstehen. Wirtschaftsdatentechnisch sind wir immer noch verhältnismäßig dünn unterwegs. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Wobei es besser aussieht als gestern. Gestern war der Wirtschaftsdatenkalender ja komplett leergefegt eigentlich im Großen und Ganzen. Heute sieht es da ein bisschen anders aus. Da könnte vielleicht ein bisschen Wohler reinkommen mit der ZEW, mit dem ZEW-Konjunkturbarometer. In der jüngeren Vergangenheit gab es da eine deutliche abschwächende Tendenz, die sich abgezeichnet hat. Das hat natürlich diverse Gründe. Das hat, oder der funktioniert eigentlich ab und an jedenfalls. So ein bisschen nicht nur als Wohler-Generator, sondern eben auch als marktbewegend. Ja, trotz der sich abzeichnenden oder des immer stärker abzeichnenden Einflusses seitens der EZB, die ja dann am 12. September über den Leitzins befindet und eigentlich innerhalb der kommenden Wochen nicht unbedingt mit erhöhter Volatilität am Devisenmarkt, ganz besonders dann im Euro zu rechnen ist. Ja, und da wollen wir gleich mal einen Blick drauf werfen. Euro Short scheint in diesem Umfang oder im Zusammenhang eventuell ganz interessante Konstellation, sollten die Zahlen schwächer als erwartet veröffentlicht werden oder eben auch nicht. Da könnte durchaus eventuell auch eine schärfere Aufwärtsbewegung anstehen, nachdem sich ja hier schon in den letzten Tagen durch die weiter voranschreitende Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China abgezeichnet hat, dass der Euro als sogenannte Funding Currency für Carry Trades eben Kapitalrückflüsse eben sieht. Ich mache aktuell erstmal nur ein paar Worte zur Einführung. Also da kommt gleich, da kommt noch ein bisschen mehr. Zunächst einmal der Risikohinweis. Also der Peter schreibt gerade in die Chatbox, er sieht nur den Intro, Bildschirm. Ja, das war korrekt. Also Risikohinweis, wie gewohnt, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und sei ja nicht für jeden Anleger geeignet. Tickmill bietet keine Finanzberatung an. Die folgenden Inhalte stellen auch keine Aufforderung zum Handeln dar. Es ist keine Anlageberatung oder sonst dergleichen, sondern es ist in dem Zusammenhang so, dass bitte jeder seine Handelsentscheidungen selber trifft. Das soll rein informativen Charakter hier haben, hat rein informativen Charakter. Das waren jetzt die ersten zwei Sätze des Risikohinweises, also nicht den letzten Teil, den ich angefegt habe, aber für den kompletten Risikohinweis schaut bitte auf der Webseite von Tickmill nach. Ich habe von dieser Webseite den folgenden Wirtschaftsdatenkalender entnommen, habe den einfach ausgeschnitten und hier eingefügt, sprach es und so wie fast schon die letzten Male standardmäßig, habe vergessen natürlich da oben hinzuschreiben, dass es heute der 13. ist. Ein Augenblick. So, also. Ja, man kann sehen, ZEW. Hier, das ist die Veröffentlichung, die eben um 11 Uhr unserer Zeit dann veröffentlicht wird. Ja, wieso 11 Uhr? Da steht ja 10 Uhr, das ist Londoner Zeit. Also das heißt, da muss man nochmal eine Stunde drauf rechnen, den hatte ich jetzt nicht umgestellt gehabt. Ergänzend hierzu kommen heute dann noch Zahlen zur Inflation aus den USA, die veröffentlicht werden, 14.30 Uhr, nicht 13.30 Uhr, sondern 14.30 Uhr unserer Zeit. Das wird auch nochmal ganz interessant, eventuell wird es interessant, müssen wir mal schauen. Also grundsätzlich ist es nämlich so, dass natürlich die Inflation auch immer eine sehr, sehr gute Indikation liefert im Großen und Ganzen, nämlich dahingehend, was denn dann geldpolitisch von der US-Notenbank, von der Fed zu erwarten ist auf ihrer nächsten Sitzung, ganz besonders ebenfalls im September. Ding ist jetzt allerdings bei der ganzen Geschichte logischerweise, wir haben natürlich durch den eskalierenden Handelskonflikt zwischen den USA und China schon bereits eine sehr, sehr ausgeprägte Spekulation in Bezug auf geldpolitische Lockerung. Also ich formuliere es mal um, selbst wenn die Inflation heute hier beispielsweise wie zuvor enttäuscht, ja, im Vormonat, also hier sieht man Previous, das war der vorherige Monat, der Konsens liegt aktuell bei 1,7%, hier in Bezug eben auf die Inflation, auf die Verbraucherpreise, Kerninflation, ich guck mal kurz, ist die hier auch drin, Ex-Food and Energy, genau, das ist hier die Kerninflation darunter, da steht nicht Core Inflation hinter, aber Ex-Food und Energy, das sind sehr, sehr volatile Güter,
Also was da interessant ist, ist, dass man erkennen kann, dass vorher Month on Month wir bei 0,3% zum Beispiel veröffentlicht worden sind, jetzt mit 0,2% erwartet werden. Also anders formuliert, die Kerninflation wird erwartet, dass sie unter dem Vormonat veröffentlicht wird. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, also eine jetzt unter der Erwartung veröffentlichte Inflation, die würde natürlich geldpolitische Lockerungen seitens der Notenbank wahrscheinlicher werden lassen. In dem Fall wäre es so, selbst wenn die Inflation hier schwächer und deutlich unter der Erwartung veröffentlicht wird, wird das am geldpolitischen Kurs erstmal nicht wirklich viel seitens der Fed ändern. Der ist im Grunde genommen vorgepflastert mit geldpolitischen Lockerungen. Und selbst wenn die Fed es in ihrem sogenannten Dotplot nicht erwartet, also der nächste, der abgedatete, wird jetzt im September veröffentlicht, da müssen wir mal schauen, in welche Richtung der geht, aber selbst wenn der, nein, der Dotplot deutet nicht darauf hin, dass eigentlich die Fed sich verhältnismäßig expansiv präsentiert, interessanterweise. Also das maximal ein Zinsschritt, den wir jetzt ja im Juli zu sehen bekommen haben, abgezeichnet. Und die Mehrzahl der Fed-Mitglieder sieht eigentlich den Zins auf dem Status quo verharrend. Also ich habe jetzt dazu keine Grafik vorbereitet, aber man glaube mir einfach, dass es tatsächlich so ist. Und Fakt ist in dem Zusammenhang natürlich, dass sich hier schon bereits den Marktkräften gebeugt wird. Und wir werden es gleich dann auch noch im Fed-Watch-Tool sehen, dass genau diese Spekulation sich abzeichnet. Heißt anders formuliert, selbst wenn die Inflation jetzt unter der Erwartung veröffentlicht wird, wird das erstmal nichts ändern an der grundsätzlichen Erwartungshaltung, weil das Hauptthema, der Haupttreiber für Volatilität im Markt ist nicht die Inflation in den USA und der Taktgeber für den geldpolitischen Kurs seitens der Notenbank, sondern es ist eben ganz klar der global makroökonomische Kosmos, in dem wir uns hier bewegen und in dem Zusammenhang eben die Entwicklung rund um den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Ja, das also in diesem Zusammenhang. Gleiches gilt natürlich auch umgekehrt, wenn die Zahlen weit über der Erwartung veröffentlicht werden. Also sprich, jeder Datensatz, der da jetzt überraschend über 1,7% zum Beispiel veröffentlicht wird, 1,8, 1,9, die Zielmarke auch hier, der Fed liegt bei 2%, wird nicht dafür sorgen, dass der US-Dollar da ein großes Feuerwerk abfackelt und wir infolgedessen eine massiv abnehmende Spekulation seitens des Marktes in Bezug auf Zinssenkungen zu sehen bekommen, weil eben die Inflation hier aktuell diesbezüglich keine Rolle spielt. Und ergänzend dazu fällt mir jetzt gerade ehrlich gesprochen auf, ich habe es gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, weil ich mich mehr und mehr eigentlich schon auf morgen fokussiert hatte, im britischen Pfund und auf die Inflation, die da veröffentlicht wird. Wird sehr interessant tatsächlich. Wir wollen heute das nur ein bisschen stiefmütterlich behandeln, aber morgen Inflationszahlen, die veröffentlicht werden aus Großbritannien. Die britische Notenbank hat ja infolge des Brexit noch am ehesten einen Grund, eigentlich geldpolitisch locker expansiver aufzutreten. Erinnert euch eine Woche zuvor, da hatten wir die Reserve Bank of New Zealand, die neuseeländische Notenbank, und diese hatte sich alles in allem eigentlich, oder man hatte sich darauf eingestellt, dass es eine Zinssenkung gibt, ja, aber eben nur um 25 Basispunkte. Die ist dann antizipatorisch tatsächlich 50 Basispunkte runtergegangen und hat infolgedessen auch ein klares Signal gesendet eigentlich an den Markt, dass man sich hier bereits auf eine weiter voranschreitende Eskalation im Handelskonflikt, besonders eben zwischen den USA und China, vorzubereiten scheint. Auch Neuseeland pflegt ja sehr, sehr intensive Handelsbeziehungen mit China, wenn auch nur im Soft-Commodity-Bereich, aber dennoch. Und dieser expansiv geldpolitische Kurs, wie gesagt, der fällt vor einem Hintergrund statt, der eigentlich nicht wirklich Zinssenkung rechtfertigt. Wenn man das Statement sich als solches durchgelesen hätte von der RBNZ letzte Woche, in einem, ich nenne es jetzt mal, normalen Marktumfeld, dann hätte man gesagt, naja, Beibehaltung des Zinsniveaus ist absolut gerechtfertigt. Und die Beibehaltung auch nur deswegen, sonst hätte man vielleicht sogar eine Zinsanhebung thematisieren können, eben weil man leicht unter der Inflationserwartung seitens der Notenbank bei nur 1,9% lag und nicht bei 2%. Jetzt hat man trotzdem eine derart aggressive Zinssenkung auf den Weg gebracht und das überraschte und vor diesem Hintergrund lässt auch schon mal Rückschlüsse zu, wie sich dort beispielsweise seitens der Bank of England positioniert werden dürfte. Die Bank of England findet sich in einem Umfeld wieder und hatte das auch diverse Male in der Vergangenheit auf ihren Zinssitzungen ja thematisiert, das extrem unsicher ist durch die jetzt auch immer weiter voranschreitende Eskalation in den Brexit-Verhandlungen. Also Boris Johnson geht hier die aggressive Variante und hat offensichtlich keinerlei Interesse in irgendeiner Form einen Deal zu unterzeichnen, der nicht signifikant von dem vorher von Theresa May ausgehandelten mit der EU abweicht. Die Brexit-Deadline rückt immer näher, ist der 31. Oktober. Ja, ich weiß, wir hatten auch schon mal beim 31. März. Das war auch damals, das ist damals auch verschoben worden, aber es verhärten sich jetzt mehr und mehr die Anzeichen, verdichten sich die Anzeichen, dass es hier eben zu keinem Deal kommt. Und jetzt ist es natürlich sehr spannend in dem Zusammenhang.
jeglicher Datensatz in Großbritannien, der ist da durchaus in der Lage, eben dann geldpolitische Lockerungen seitens der Bank of England, also jeder Datensatz, der unter der Erwartung veröffentlicht wird, ist da in der Lage, eben geldpolitische Lockerungen schon frühzeitig vor eben dann diesem Erreichen der Brexit-Deadline und dem, nennen wir ihn Hard Brexit oder No Deal Brexit, eben dann auf den Weg zu bringen. Infolgedessen war es so, jetzt switchen wir langsam mal auch zu den Charts rüber, infolgedessen war es dann im Pfund Sterling so, wir sind hier letzte Woche auf den niedrigsten Niveaus seit den 80er Jahren aus der Woche gegangen. So, da ist die 1,20er Marke auf der Unterseite. Hier ist der Schlusskurs letzte Woche. Dieser bärische Bewegung letzte Woche Freitag ist auf den Weg gebracht worden, nicht nur durch diese Brexit-Unsicherheit und auf die Spekulation auf eine expansive britische Notenbank, sondern ist auch auf den Weg gebracht worden durch einen enttäuschten Datensatz zum Wirtschaftswachstum aus Großbritannien. Und dort hatte sich nämlich gezeigt, dass im zweiten Quartal 2019 dieses überraschend geschrumpft ist, also die Wirtschaft in Großbritannien geschrumpft ist. Ach so, und ja, vor dem Hintergrund ist es so, dass die Inflation natürlich jetzt dann wiederum das Zünglein an der Waage ist morgen. Wie gesagt, ich hatte gerade ja schon die Ausführungen zu den USA gegeben. Genauso sieht es eigentlich auch in Großbritannien aus. Eigentlich spielt die Inflation keine Rolle, aber im Gesamtkontext dann eben schon. Und deswegen liegt mein Fokus da eher eben auf dieser Veröffentlichung morgen als auf den Arbeitsmarktzahlen von heute. Wobei natürlich vielleicht ein sehr enttäuschender Datensatz wie heißt denn das? Gehaltswachstum ist das falsche Wort. Wage Growth. Die englische Bezeichnung ist Wage Growth, also zum Einkommen. Enttäuschender Datensatz, der eben hier zeigt, dass die Leute im übertragenen Sinne, plump gesprochen, weniger Geld in der Tasche haben. So sagen wir es einfach mal. Ist dann natürlich in der Lage, vielleicht auch so ein bisschen Spekulation rund um eine enttäuschende Inflation auf den Weg zu bringen und dann Spekulation zu einer expansiveren Notenbank. Aber alles in allem würde ich das noch nicht überbewerten. Ja? Wobei nochmal jegliche massive Enttäuschung hier jetzt auch in der Lage ist, vor dem Hintergrund auch der psychologischen Relevanz der 1,20er Marke natürlich einen Push unter das 1,20er Level zu initiieren. Unser Hauptfokus weil wir, wie gesagt, eigentlich eher auf dem ZDW liegen und auf dem, in dem Fall dann Euro eben entsprechend. Hier ist es so, dass wir weiter uns im Bereich um 1,12 eben stabilisieren. Ich möchte im aktuellen Umfeld sehr ungern den Euro long sein. Das hatte ich schon häufiger thematisiert. Ich möchte auch nicht den US-Dollar long sein. Das ist wiederum die Kehrseite der Medaille. Wir haben weiterhin eben in Bezug auf den Euro durch die derzeitige Unsicherheit, die auch gestern dann noch einmal sich ein bisschen beschleunigte. In dem Zusammenhang habe ich hier mal den Zins 10-jähriger US-Schuldtitel vorbereitet. Und wir können da mal kurz einen Blick werfen. Also wir sehen es jetzt bereits ja schon. Das ist die Eintagesentwicklung, also Intraday, die das hier abbildet. Da können wir erkennen, da, dass wir hier über Nacht schon wieder signifikanteren Rücksetzer gesehen haben. Wir erkennen auch generell, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den DAX blicken, erste Abschläge schon wieder bereits. Das hat zum Beispiel bei mir auch tradingtechnische Auswirkungen. Also nur damit man mal eine Einschätzung bekommt, das ist nicht nur fundamental jetzt oder gleich ein technisches Bild, sondern ich setze das natürlich auch in tradingtechnischer Hinsicht um in meinen Trades. Und ich habe einen Systemtrade, der wird automatisch generiert, den manage ich dann über den Tag diskretionär, aber der Einstieg in den Markt ist eben automatisiert. Und ich wusste am gestrigen Abend schon bereits, dass für heute dann ein Long-Signal generiert wird. Also das war mir schon gestern klar und ich habe infolgedessen dann das System ausgesetzt. Also ich möchte nämlich im derzeitigen Umfeld sehr ungern long sein. Auch wir werden auch gleich im Zusammenhang mit dem DAX eine Struktur erkennen, die das nochmal untermauert eben tatsächlich. Und ich habe infolgedessen dann diskretionär interveniert. Das ist dann eine Freiheit, die ich mir nehme in meinem Trading, dass ich eben sage, das Ziel meiner Intervention ist hier eine den Erwartungswert positiven Einfluss zu nehmen. Also sprich etwas anders formuliert. Ich weiß von der Basisstrategie, die ich dort umsetzen lasse, dass sie profitabel ist, aber nichtsdestotrotz kann ich sie ausgehend von meiner Expertise am Markt eventuell noch profitabler gestalten. Also sprich dann zum Beispiel dafür Sorge tragen, in Fällen wie heute, wenn sich eben ein bärisches Bild abzeichnet, zum Beispiel zu sagen, ich nehme den Handel raus für die Long-Seite, weil der Vorteil einfach auf der Short-Seite liegt und ich in diesem Umfeld ungerne dann entsprechend long positioniert sein möchte, logischerweise. Wenn ich damit richtig bin, mache ich einen entsprechenden Vermerk im Trading Journal und zählt das dann in Punkten. Das bedeutet also etwas anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stop habe von, sagen wir mal, 100 Punkten, der würde gerissen in der Basisversion. Ich habe den Trade aber nicht gemacht, dann werde ich
würde ich bei mir entsprechend im Trading Journal plus 100 vermerken. Und das dokumentiere ich über einen längeren Zeitraum und sehe dann, ob meine Interventionen in das System eine Verbesserung des Gesamtsystems nach sich ziehen. Und umgekehrt natürlich auch. Wenn ich jetzt den Markt komplett falsch einschätze, der Markt heute 100 Punkte, 150 Punkte steigt, müsste ich entsprechend im Trading Journal nicht plus 100, sondern minus 100 oder minus 150 Punkte, je nachdem, wie hoch diese Punktdifferenz ist, eben eintragen. So, und aktuell sieht es aber danach aus, als wenn ich mit meiner Einschätzung richtig liege. Da wollen wir jetzt zurück zum Research kommen. Das erkennt man eben bereits auch an der Tatsache, dass wir jetzt seit heute Nacht im Grunde genommen hier im 10-jährigen Zins wieder unter Druck sind. Es ist noch nicht dramatisch, also nicht, dass man das jetzt falsch versteht, aber bei 3, 4 Basispunkten in einem derart breiten, tiefen Markt, wie es einfach der Treasury-Bereich ist, und T-Notes ganz besonders, das ist einer der meistgehandelten Futures der Welt, auch vom Volumen her, dann weißt du einfach, okay, offensichtlich gibt es gerade eine Risikoaversion im Markt. Natürlich, die wird potenziell aktuell nicht nur getragen durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China, der jederzeit eskalieren kann, sondern zum Beispiel auch durch die sich immer spannendere oder angespannter präsentierende Lage, die wir in Hongkong zum Beispiel sehen bekommen, durch diese Proteste, die dort stattfinden. Es hat ja jetzt sogar ein Lahmlegen des Flughafens in Hongkong stattgefunden. Das, was in dem Zusammenhang jetzt allerdings zeigt, dass man vielleicht auch seitens der Regierung in Beijing, also in China, mehr auf Eskalation geht als auf Beruhigung der Situation, zeigt sich an anderer Stelle. Und zwar, dass man nämlich angefangen hat, im Fernsehen, im Chinesischen, sofern ich das mitgekriegt habe, Aufrüstung zu präsentieren, also auch zum Beispiel dann Militärs gezeigt hat, die aufziehen, die sich in Richtung Shenzhen aufmachen. Shenzhen, das ist die Festland also gegenüber von Hongkong, im Großen und Ganzen, die nächste größere Stadt. Und das ist natürlich ein Eskalationsschritt, der da gewählt wird, wie gesagt, geldpolitisch sage ich schon, mit einer militärischen Eskalation, die natürlich dann auch globale Auswirkungen haben kann, Proteste nach sich ziehen kann, vielleicht generell nochmal zu einer Beschleunigung der Kapitalabflüsse aus China führen, durch dann sich auch eine politisch schwieriger darstellende Situation. Wir haben zum Beispiel im Dollar Yuan hier weiterhin eine Stabilisierung jetzt oberhalb von 7,10. Erinnert euch daran, ich hatte gesagt, hier diese übergeordneten Ziele sind realistisch, um 7,30, vielleicht sogar 7,50 auszumachen. Das war schon in der letzten Woche der Fall. Letzte Woche Montag ist es ja so gewesen, dass die chinesische Regierung, beziehungsweise die PBOC, die People's Bank of China, die chinesische Zentralbank, erlaubt hat, dass der Yuan zum Dollar seit 11 Jahren das erste Mal oberhalb der psychologisch wichtigen 7er-Marke traden kann. Das ist hier dargestellt mit dieser gestrichelten Linie. Und es gibt Ausführungen von größeren Vermögensverwaltern, von Investmentbanken, die halt das so skizzieren, dass sie sagen, also relativ einfach geschachtelt, aber nur, dass man eine Idee hat, eine Orientierung. Alles, was zwischen 7 bis 7,30 stattfindet, ist als Risk-Off-Marktumfeld zu bezeichnen. Darin befinden wir uns definitiv. Alles, was über 7,30 geht, also Dollar Yuan, der über 7,30 strebt, ist dann als schon fast, ja, vielleicht sogar apokalyptisch oder wirkliche Eskalation nach sich zu ziehen. Also zum einen das Potenzial infolgedessen, es aus den USA wieder zur nächsten rhetorischen Eskalation im Handelskonflikt labeln als Währungsmanipulator und dergleichen kommt. Aber ergänzend dazu eben auch, und das sollte man immer berücksichtigen, China hat in der Vergangenheit ganz bewusst dafür Sorge getragen, dass diese psychologische Marke um 7 nicht überschritten worden ist. Und das war der Grund, dass man vermeiden wollte, dass eben Fremdkapital aus China abgezogen wird und dass infolge dieser massiv liquiditätsgetriebene Boom und das massive Kapital, was von auch extern nach China geflossen ist, in Aussicht auf hohe Renditen, die dort eben zu erwirtschaften ist, dass man eben diesen Kapitalabfluss infolge einer unkontrollierten Abwertung des chinesischen Yuan, dass man der Einhalt gebietet. Das ist etwas, was man in dem Zusammenhang wirklich berücksichtigen muss und wo das Risiko in meinen Augen enorm groß ist, dass es genau zu solch einer Eskalation, zu solch einer sich beschleunigenden Entwicklung kommen kann bei einer unkontrollierten Abwertung des chinesischen Yuan. Und das ist auf jeden Fall etwas, weswegen auch die Situation in Hongkong natürlich Berücksichtigung finden sollte, finden muss auf jeden Fall. So, alles in allem, kommen wir zurück zum Euro-US-Dollar, ist das eben etwas, was den Euro stützt. Dann wiederum allerdings werden, wie gesagt, heute die ZDW-Zahlen eventuell erneut enttäuschen. Ich habe das übrigens mal vorbereitet, damit man das historisch einordnen kann.
Und zwar hier, Webseite heißt Trading Economics, die gibt es auch auf Deutsch. Ich habe die allerdings oder verfolge die nur auf Englisch. Das hat den Grund, weil einfach hier auch natürlich dann zum Beispiel Einschätzungen so in Textform sind, die oder wo ich mir tatsächlich gar nicht so sicher bin, ob die so gut übersetzt sind. Und deswegen bin ich da Englisch unterwegs. Aber es gibt auch die Möglichkeit, eben hier sich das auf Deutsch anzuschauen. Einfach mal tradingeconomics.de oder irgendwie sowas oder de.tradingeconomics.com oder sowas eingeben. Wie auch immer, ich empfehle es auf jeden Fall, weil es einfach eine Möglichkeit gibt, einen riesengroßen Fundus an Fundamentaldaten rund um den Globus für jede Volkswirtschaft abzurufen. Und das alles kostenlos. Also deswegen ist das auf jeden Fall eine erste Adresse, wenn es da um Fundamentalzahlen geht. Und so gibt es auch die Möglichkeit hier eben sich den ZDW anzuschauen. Und man kann diese bärische Entwicklung schon deutlich erkennen. Es wird auch dargelegt, woran das an erster Stelle liegt. Also zum Beispiel sehen wir letzten Monat das niedrigste Reading mit 24,5 seit Oktober 2018. Und the continued negative trend in incoming orders in the German industry, also erstmal die negative Entwicklung bei den eingehenden Orders zum Beispiel, oder eben auch in dem Zusammenhang, oder was der Grund dafür ist, natürlich der Handelskonflikt, Brexit und dergleichen, die dafür eben als Grund zu nennen sind. Und es ist eher davon auszugehen, dass sich, wenn man das auf 10 Jahre sich uns jetzt mal anschauen, dass sich diese Bewegung vielleicht sogar nochmal beschleunigt. Vielleicht sogar dann auch die Euro-Schuldenkrisentiefs früher oder später angelaufen werden, die wir hier mal markiert hatten. Und wo eben das Risiko besteht, dass diese Enttäuschungen nicht nur anhalten, sondern dass das natürlich auch dann die negative Entwicklung auf den Euro generell hat. Und dass man deswegen mit Long-Positionen im Euro meines Erachtens nach sehr vorsichtig sein sollte. Aber jetzt kommt's, der US-Dollar ist eben in diesem aktuellen Marktumfeld, in dem wir uns befinden, alles andere als attraktiv. Das bedeutet also, wenn Short-Positionen zu favorisieren sind, dann mit Sicherheit weiter in solchen Währungspaaren wie zum Beispiel im Euro-japanischen Yen, der jetzt auch mittlerweile hier Neujahrestiefs markiert hat, unter die Flash-Crash-Tiefs aus dem Januar gerutscht ist. Wo wir eben auch erkennen können, dass dort als nächstes potenzielles Kursziel vielleicht früher oder später sogar ein Abverkauf bis in den Bereich bis 115 stattfindet. Also Euro-japanischer Yen ist im derzeitigen Marktumfeld auf jeden Fall zu favorisieren von der Short-Seite, wenn man plant, den Euro zu shorten, durch eben dann den Klassiker auch, dass der japanische Yen Kapital zu oder Rückflüsse sieht in einem risikobehafteten Marktumfeld. Aber auch hier, wir befinden uns an einem Marktumfeld. Race to the bottom können wir es nennen. Race to the bottom bedeutet, die schwächste Währung gewinnt. Und bis jetzt hat man von Japan noch nicht viel gehört. Es wird mit Sicherheit auch Japan nicht wirklich gefallen, in einem Marktumfeld, also als exportorientierte Nation, in einem Marktumfeld, in dem eben immer weitere protektionistische Maßnahmen gewählt werden und sich das globale Wirtschaftswachstum drastisch eintrübt, dass man eben in diesem mit einer stärkeren Währung konfrontiert ist. Und deswegen sollte man auch hier immer so ein kleines Ohr eben an den News-Tickern haben und darauf vorbereitet sein, dass auch hier rhetorische Interventionen sich abzeichnen könnten, mit dem Ziel, den japanischen Yen zu schwächen. Also das sollte man immer auf dem Schirm auf jeden Fall haben. Nichtsdestotrotz, aktuell euro-japanischer Yen bleibt interessant von der Short-Seite meines Erachtens und ganz besonders, wenn die ZDW-Zahlen heute enttäuschen, wenn sich dann ergänzend dazu noch das Risk-Off oder nee, erstmal das Risk-Off-Umfeld entwickelt und ergänzend dazu so rum der ZDW eben noch schwächer präsentiert. Wie gesagt, dann ist es sehr realistisch, dass wir eben hier im euro-japanischen Yen nochmal zügig Momentum aufnehmen und auch hier die Short-Seite auf jeden Fall zu favorisieren. So, das erstmal zum Devisenbereich. Jetzt wollen wir einen Blick werfen auf den DAX. Der hat sich, wie gesagt, erstmal nicht wirklich dramatisch verändert, wenn man sich das Bild hier anschaut auf Tagesebene. Also deswegen switchen wir auch gleich rüber auf die Stunde. Da sieht man aber schon eine Anpassung meines Bildes, was ich gestern gezeichnet habe, einfach um das mal ein bisschen deutlicher darzulegen. In der technischen Betrachtung für den heutigen Tag habe ich zum Beispiel eingefangen, dass ich den Modus grundsätzlich neutral erstmal sehe, zwischen 11.550 bis 11.850 Punkten. Nichtsdestotrotz mit klar bärischer Tendenz. Und wie ich auf diese bärische Tendenz komme, ich glaube, das fängt der Chart dann relativ gut ein. Es sind zwar verhältnismäßig tiefe Regressionen, wenn ich das hier als Progression bezeichne, sind die Gegenbewegungen immer relativ tief. Und wir sind gestern ja auch nochmal, war es gestern eigentlich? Moment.
Ja, doch, gestern. Gestern auch nochmal kurzzeitig über 11.800 Punkte gelaufen, aber als wir dann scheiterten erneut und wieder nicht die 8.50 haben reichen können, beziehungsweise eine nachhaltigere Attacke haben starten können, da zeichnete sich dann auch schon so eine bärische Tendenz ab, die dann auch in den Folgestunden mit tieferen Tiefs im Vergleich zu vergangener Woche Freitag dafür sorgte, dass sich jetzt beginnt, hier so eine Struktur fallender Hochs, fallender Tiefs zu etablieren, in dessen Mittelpunkt eben dieser wichtige Unterstützungsbereich um 11.550 Punkte steht. Und, ich kann mir aktuell, ausgehend von der Struktur und dem gesamten Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, sehr gut vorstellen, dass es zu einer ernsthaften Attacke auf diesen Bereich kommt. Auch heute im Laufe des Tages, so ein bisschen abhängig vielleicht auch von den ZDW-Zahlen. Also vielleicht brauchen wir erstmal ein bisschen, um Fahrt aufzunehmen oder Bewegungen zu sehen, Volatilität in irgendeiner Form. Dann ist aber denkbar, dass wir realistisch mit enttäuschenden ZDW-Zahlen, sollten sie wirklich enttäuschen, dass wir dann eben eine Attacke auf die 11.550er-Region zu sehen bekommen. Es kommt ja vielleicht gleich der Einwand, aber wieso sollten denn jetzt schwache Zahlen plötzlich negativ sein für Equities? Weil das macht es doch eher wahrscheinlicher, dass die EZB geldpolitisch aktiv wird und das ist doch eher positiv für den Aktienbereich. Das ist natürlich eine absolut faire Interpretation, wobei ich, wie gesagt, im aktuellen Umfeld massive Zweifel habe, ob mehr Liquidität in der Lage ist, das übergeordnet sich abgezeichnete eintrübende oder der eintrübende Ausblick für eben die globale Konjunktur, dass das irgendwie in der Lage ist, durch mehr Liquidität in den Griff zu bekommen. Wir hatten einen großen, der Unterschied, der massive Unterschied aktuell. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel in Bezug auf die Trump'sche Erwartungshaltung doch sehr skeptisch, ob weitere Zinssenkungen und Wiederauflage von QE-Programm und dergleichen durch, ihr erinnert euch, ich hatte es gestern gesagt, durch vielleicht so eine ich abzeichne Liquiditätsengpass am US-Kreditmarkt zum Beispiel, das wirklich in der Lage ist, den Markt hier zu stabilisieren und zu einer neuen Rallye zu führen. Fakt ist nämlich, dass in den Zeiten oder in der Zeit von 2009, 2010 bis 2016, 17, dass wir auch einen Konjunkturaufschwung gesehen haben. Wir haben positive Wirtschaftsentwicklungen gesehen und es war mehr Liquidität und das Bild konnte sich eigentlich nicht schlechter darstellen aus konjunktureller Sicht. Also wir haben einen Wirtschaftsaufschwung gesehen und mehr Liquidität, die in Kombination dazu beigetragen haben, dass die Hauptdevise im Grunde genommen war, buy the dip. Jetzt sieht es danach aus, als wenn sich die Globalkonjunktur massiv eintrübt, sich eine Rezession abzeichnet und man versucht, dieses Problem in den Griff zu bekommen mit mehr Liquidität, was allerdings den Bias nicht widerspiegelt oder nicht zum derzeitigen Bias oder zum Sentiment generell passt, nämlich jenem, wonach ist, wie gesagt, eben Skepsis am äußert und die Menschen eher vorsichtig werden mit Investitionen und sich die Frage stellen, macht das überhaupt Sinn im aktuellen Umfeld, das mehr an Liquidität zu nehmen oder sollten wir nicht eventuell eher uns ein bisschen zurückhalten und warten, bis so dass bis der Sturm sich verzogen hat vielleicht. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mich die ganze Zeit schon umgibt. Jedes Mal, wenn ich Wirtschaftszahlen sehe, die in irgendeiner Form enttäuschend sind, bin ich nicht überrascht, darauf auch eine entsprechend bärische Reaktion im Aktienmarkt zu sehen. Und das ist auch das Erste, was ich jetzt erwarten würde in Bezug eben auf den DAX, sollten die ZDW-Zahlen heute enttäuschen. Auf der Kehrseite, vielleicht sind wir auch in einem Lose-Lose, auf der Kehrseite stehen besser als erwartete ZDW-Zahlen, die vielleicht nochmal einen Aufschub einer geldpolitischen Lockerung seitens der EZB nach sich ziehen, die natürlich nochmal schlechter werden, denn das wäre nicht nur sich alttrübendes, übergeordnet eintrübendes konjunkturelles Bild, sondern ergänzend dazu eben dann auch noch ein weniger an Liquidität, die so dringend benötigt würde. Auch das könnte einen bärischen Impuls nach sich ziehen. Also eventuell sind wir in einem äußerst unvorteilhaften Marktumfeld. Wie gesagt, in dem mit Long-Positionen ganz vorsichtig gewesen sei, man sehr, sehr vorsichtig sein sollte und indem ich tatsächlich sogar eher den Vorteil auf der Short-Seite durch diese Struktur auch technisch auf der Stunde sehe und mit einer ernsthaften Attacke auf diesen 11.550er Bereich rechne, der auch ehrlich gesprochen vor dem Hintergrund der derzeitigen Volatilität nicht besonders weit weg scheint. Also wir handeln jetzt aktuell 100 Punkte drüber, das kann zügig gemacht sein. Also das haben wir in der Vergangenheit eben tatsächlich schon gesehen. Und ja, das wäre es dann erstmal zum DAX eben tatsächlich gewesen. Final vielleicht noch der Blick auf den Goldkurs. In dem Zusammenhang sei jetzt nochmal auf den gestrigen Tag verwiesen und ich will Folgendes mal eben machen. Ich möchte jetzt mal konkret den Trade thematisieren, den saisonalen, den wir gestern thematisiert haben. Alternativ könnten wir das auch nochmal hier dann am Donnerstag. Oh, einen Moment. Ich mache das mal kurz groß. Mal gucken hier. So, also 12. Bis jetzt zeichnet sich das schon ab.
hier das Gold sich da long positioniert oder präsentiert. Wir erinnern uns dran, ich hatte gestern gesagt, ich würde aktuell mit einem Stop arbeiten, mit einer Stop-Weite von 45 US-Dollar pro feine Unze. Ja? Das schreibe ich jetzt hier schon mal rein, nur dass ihr wisst, wo die Zahl gerade herkommt. Die hatten wir gestern ausgehend von der Volatilität hier, hatten wir die uns angeschaut. Und das Setup, das wäre jetzt wie folgt. Nämlich, dass man sagt, man nimmt den Schlusskurs des gestrigen Tages, das wäre dann hier der gestrige Tag, Close, das C da unten liegt bei 1510,98, also wir runden das mal auf, Entry Long 1511, der Stop 45 Dollar tiefer, also das bedeutet, etwas anders formuliert, der liegt dann bei 45 Dollar Risiko. Habe ich das richtig geschrieben? Risiko. Doch, richtig. Und dann hatten wir gesagt, der Average Gain, der liegt bei 25 Dollar. Jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten. Ich werde euch auch übrigens was zeigen. Das, im ersten Moment sieht das erstmal so aus, als wenn wir hier mit einem CAV kleiner 1:1 arbeiten. Das ist allerdings etwas, was wir über eine folgende Komponente in den Griff bekommen. Also wenn wir mit Ziel arbeiten, was im durchschnittlichen Bereich des durchschnittlichen Gewinns liegt, also hier bei 25 Dollar, wir runden das mal auf 26, dann sind wir bei einem Ziel bei 1,537, Chance 26 USD. Und jetzt fällt ja gleich auf, CAV offensichtlich kleiner 1:1, das widerspricht so ziemlich jeglicher Theorie, die ihr schon mal gehört haben werdet, wo man sagt, CRV sollte immer größer 1:1 sein, eher 1,5:1. Ich bin auch ein großer Verfechter davon. Aber ich bin mir eben auch der Tatsache bewusst, dass sich die Profitabilität im Trading über etwas berechnet, was man Erwartungswert nennt. Erwartungswert. Und dieser Erwartungswert, der ergibt sich durch den durchschnittlichen Gewinn, durchschnittlicher Gewinn multipliziert mit der Trefferquote TQ und davon ziehen wir ab durchschnittlichen Verlust, durchschnittlicher Verlust multipliziert mit der VQ, der Verlustquote. So, und wenn der Erwartungswert größer 0 ist, dann heißt das unterm Strich, dass ich profitabel bin in meinem Trading. Das ist ja auch ein Key-Wording, was ich in meinem Buch genutzt habe. Um einfach mal zu erklären, was ist eigentlich Profitabilität im Trading? Das heißt immer, ich bin profitabel in meinem Trading, aber was ist denn das überhaupt? Ich glaube, dass die wenigsten sich tatsächlich bewusst sind, dass sich das über einen Erwartungswert relativ zügig zeigen lässt. Oder über diese Formel eben zeigen lässt. Und jetzt ist es so, dass wir dann diese Formel hier eingeben können. Und über diese Formel ergibt sich zum Beispiel auch, dass man ja sagt, du hast bei einem Auszahlungsverhältnis von 2:1, Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1, was du langfristig stabilisieren kannst, hast du bei einer Trefferquote von 33%, also ein Drittel aus allen Trades, immer noch ein Ergebnis plus minus null. Vorausgesetzt natürlich nach Gebühren und dergleichen ist das gegeben. Und demnach musst du eigentlich weniger als 50% der Fälle treffen, um unterstrich trotzdem Geld zu verdienen. Und genau über diese Komponente kommen wir jetzt an dieser Stelle. Also nämlich sagen, naja, also die Trefferquote spielt ja offensichtlich eine Rolle und wir haben ja eine relativ konkrete Trefferquote, nämlich hier von 76%. Und demnach kann ich ja natürlich dann auch hier den Erwartungswert ausrechnen und zeigen, dass das Gesamtergebnis, dass diese Wette trotz dieses unvorteilhaften Auszahlungsverhältnisses, 76%, dass die trotzdem vorteilhaft ist. So, 0, hier ist 1, das ist der durchschnittliche Verlust, ja, das ergibt sich hier aus diesem Verhältnis, deswegen habe ich das ausgerechnet. Ich arbeite übrigens ganz bewusst mit diesem, mit dieser Notation und nicht mit jener, weil natürlich die absoluten Dollarbeträge mal steigen, mal fallen. Und deswegen möchte ich eine möglichst neutrale Darstellung eben tatsächlich haben, die unabhängig von dem jeweiligen Dollarstand ist. Und dann haben wir 24%, wo das eben nicht funktioniert. Und dann können wir das ausrechnen. 0,58 mal 0,76. Das sind 0,44. 0,44 und davon ziehen wir ab die 0,24. Einmal 24% sind 0,24 und das ergibt sich dann folglich zu 0,20
0,2, Verzeihung, 0,2. Was heißt das? Diese 0,2 bedeuten erstmal, der Erwartungswert ist positiv. Das heißt also, die Wette ist trotz dieses unvorteilhaften Auszahlungsverhältnisses, hat sie einen positiven Erwartungswert und ist also profitabel. Und diese 20 Cent, die hier stehen, die bedeuten, dass ich pro riskiertem Euro für diesen Trade 20 Cent erwarten darf. Jetzt wird es nochmal interessant. Und zwar, diese Betrachtung hier, die geht natürlich davon aus, dass wir nach oben mit einem Take-Profit arbeiten. Wo ich gestern ja schon sagte, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das im derzeitigen Umfeld wirklich so eine gute Idee ist oder ob man nicht an der Stelle eher mit einem offenen Take-Profit arbeiten sollte. Also sprich anders formuliert, dass man den Trade laufen lässt, dass man entweder mit einem Timeout oder Time Take-Profit, vorausgesetzt, der Trade wirft einen Take-Profit, einen Profit ab, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass man vielleicht mit sowas arbeitet oder generell, dass man vielleicht das als Einstiegsmöglichkeit sieht, um dann mit einem Trading-Stop zu agieren, wie auch immer sich der definieren mag, um darauf zu gehen, den durchschnittlichen Gewinn dieses Trades noch einmal signifikant höher zu gestalten. Also wir sehen, dass wir selbst beim Anstreben eines durchschnittlichen, historisch angelaufenen Profits von 26 Dollar pro Feinunze, dass wir einen positiven Erwartungswert haben. Alles, was darüber geht, ist natürlich erst recht profitabel. Das einfach nochmal so ein bisschen auch die mathematisch, trading-technisch mathematische Theorie, die dahinter steckt eben tatsächlich, damit man das auch nachvollziehen kann, zum einen, wie das Setup dann aussieht und zum anderen auch, wie sich das eben dann mathematisch darlegen lässt, um das eben auf ein solides Fundament eben noch aus der Perspektive zu stellen. Und ja, soweit wäre es das jetzt erstmal zu mir ist meinerseits gewesen. Ich wünsche euch Happy Trading, passt eure Stops auf. Wenn ihr Fragen haben solltet, wie gesagt, notiert die gerne, schickt die an Tickmill, die leiten die an mich weiter, an die Elena oder kommt morgen mit den Fragen um 8:30 Uhr wieder zu den täglichen neuen Handelsideen. Da bin ich dann auch wieder hier und würde die gerne beantworten. Und soweit erstmal meinerseits also. Habt euch wohl, einen erfolgreichen Handelstag wünsche ich euch. Bis morgen 8:30 Uhr. Bis dann und tschüss.